Hallo, liebe Amateurfunker und alle, die es werden möchten. Heute habe ich mal wieder ein Gerät, und zwar ein Baofeng UV5R. Das ist momentan so ein Handfunkgerät, was für die Einsteiger, aber auch für die Profis bestens geeignet ist. Ein paar Worte zu dem Gerät. Das Gerät kostet nur 30 bis 35 € momentan beim einschlägigen Händler. Es handelt sich hierbei um ein Dualbandgerät mit 128 Speicherplätzen. Frequenzbereich im VHF-Bereich wäre 136 bis 174 MHz. Im UHF-Bereich liegen wir hier bei 400 bis 520 MHz. Das Gerät verfügt über ein Raster von 2,5, 5, 6,25, 10 und natürlich 12,5 und 25 kHz. Die Leistungen betragen im VHF-Bereich maximal 5 Watt, im UHF-Bereich maximal 4 Watt, beziehungsweise in der reduzierten Variante jeweils 1 Watt. CT, CSS und DTS ist natürlich vorhanden. Das Gerät verfügt außerdem über eine VOX-Sprachsteuerung, ein UKW-Radio, eine LED-Taschenlampe, SOS-Funktion und so weiter und so fort. Im Lieferumfang ist auch ein Akku drin, ein 1800 mAh Lithium-Ionen-Akku und eine Ladeschale. So, ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Weiß gar nicht, welche Variante das ist. Das ist ein blaues Gerät. So, das ist das Gerät an sich. Passender Akku dafür. Ein Headset, entsprechende Antenne, eine kleine Beschreibung natürlich, ein Trageclip, die Ladestation, eine Trageschlaufe. Und natürlich das passende Netzteil dafür. So, ich würde sagen, bauen wir das Ganze mal schnell zusammen. Zumindest das Gerät. Der Akku wird hier ganz einfach in das Gerät reingeschoben und mit einem deutlichen Klick ist es dann auch verriegelt. So. Die Antenne einfach hier oben drauf schrauben. So, fest ist er. Und anschalten kann man das Gerät hier oben ganz einfach durch den Drehknopf. Man hört, es ist momentan auf englischer Sprache eingestellt. Die Sprache lässt sich gänzlich unterdrücken. Man kann auch noch die chinesische Variante nehmen. Ich denke mal, für den europäischen Markt unterdrückt man die Sprache. Im Channel Mode, die wichtigsten Funktionen an sich hier an der Seite ist die PTT-Taste. Darunter ist die Monitor-Taste bzw. die Call-Taste für den 1750 Hz-Ton. Die Tasten sind entsprechend doppelt belegt. Zum einen kann man hier bei längerem Drücken eine SOS-Funktion auslösen. Das heißt, das Gerät geht in den Sendebetrieb und sendet eine Art Notrufton. Dieser Notrufton wird aber auch laut am Gerät übertragen. Man kann hier auch das Radio einschalten bzw. die LED als Taschenlampe nutzen. Die LED als Taschenlampe wäre hier oben eine einzelne LED in der Farbe Weiß. Auf der anderen Seite befindet sich hier die Buchse für Mikrofon und Lautsprecher bzw. für das Programmierkabel, was man hier anschließt. Ansonsten hier eine Trageschlaufe kann man hier anbringen und hier unten am Akku selber sind natürlich die Kontakte für die Ladestation. Hier nochmal die Ladestation. Man kann das Gerät dann ganz einfach reinstellen und es wird so optimal geladen.
Ja, zum Gerät selber, die wichtigsten Tasten. Hier kann man im Dual-Modus entsprechend den oberen oder den unteren Frequenz- bzw. Kanalmodus umschalten. Auf der Frequenz bzw. in den Modus, wo dieser Pfeil zu sehen ist, kann man dann auch aktiv die PTT-Taste nutzen. Bei dieser Taste schaltet man zwischen den Speichermodus und den Frequenzmodus um. Das heißt, wenn das Gerät programmiert ist mit festen Kanälen, kann man hier entsprechend in diesen Frequenzmodus umschalten und die Frequenzen einzeln eingeben. Ansonsten alphanumerische Tastatur. Man kann hier das Band wählen, das heißt im Frequenzmodus zwischen VHF und UHF umschalten. Man kann danach durch Drücken dieser Pfeiltasten die Frequenzen im jeweiligen Raster erhöhen oder verringern. Oder man gibt ganz einfach die Frequenz mit den Tasten ein. Man hat hier auch eine Menütaste, mit der man eine weitere Einstellung machen kann. Es empfiehlt sich jedoch, das Gerät grundsätzlich mit dem PC zu verbinden und mit dem Computer zu programmieren. Dafür benötigt man ein Programmierkabel. Ich habe hier mal eins mit. Das Programmierkabel hat ganz einfach diesen Stecker dran, 3,5 mm Klinke bzw. 2,5 mm Klinke. Man steckt das hier ganz einfach rein in das Gerät. Natürlich dabei immer ausschalten das Gerät, im ausgeschalteten Zustand reinstecken, genauso wie im Computer. Ganz einfach in die USB-Buchse reinstecken das Ganze und erst nach Verbindung entsprechend anschalten. Je nachdem, was man für eine Software zum Programmieren verwendet, wird die Software dies auch nochmal einzeln auflisten, wann man das Gerät einzuschalten hat. Bei Klinkensteckern besteht immer die Gefahr eines Kurzschlusses beim Rein- bzw. Rausziehen, dadurch diese drei Kontakte praktisch beim Reinstecken die vorderen immer wieder gebrückt werden. Deswegen bitte immer beachten. So, als Vergleichsmodell habe ich hier auch nochmal ein GT3 mitgebracht. Das GT3 ist im Prinzip nichts anderes wie ein leicht verbessertes UV5R, das heißt etwas gefaceliftet. Ansonsten im Großen und Ganzen dasselbe Gerät. Der Unterschied vom Äußeren ist im Grunde genommen einmal natürlich das Gehäuse, das hier etwas auf Outdoor-Optik gemacht worden ist, allerdings nicht wirklich Outdoor-mäßig funktioniert. Die LED wurde hier versenkt, hier steht sie noch etwas heraus. Die Antenne ist flexibler geworden, man kann die Antenne ganz einfach, ganz leicht verbiegen. Bei diesem Gerät ist sie doch relativ starr. Ansonsten das Display. Ich mache beide Geräte nochmal an. Das Display. Hier sieht man ein schwarzes Display, schwarzer Hintergrund mit hellen Buchstaben und hier entsprechend ein ganz normales LCD-Display mit dunklen Buchstaben. Der Vorteil bei dem Baofeng UV5R ist, man kann das Display mit unterschiedlichen Farben belegen. Das heißt zum Beispiel, wenn das Gerät auf Empfangsmodus ist und gerade ein Signal empfängt, kann man zum Beispiel ein blaues Display machen. Das geht bei diesem Gerät, bei den GT3 natürlich nicht mehr. Ansonsten ist im Großen und Ganzen das Gerät mehr oder weniger identisch. Hier hat man genauso eine Funktionsklappe eingefügt, um die Buchsen für Mikrofone und Lautsprecher etwas zu verbergen. Ansonsten, wie gesagt, im Großen und Ganzen in etwa gleich. Zum Gerät an sich nochmal ein kurzes Fazit. Wer also ein Gerät sucht, um einfach mal die Relaisfrequenzen abzuhören, wer vielleicht noch gar kein Funkamateur ist, aber sich in der Ausbildung befindet, kann ja mit diesem Gerät schon hören. Das ist ja durchaus möglich. Und so kann man für kleines Geld schon mal einsteigen in die Amateurfunktechnik. Auch wenn der Frequenzbereich es hergibt, sind natürlich diese Geräte nicht zugelassen für Freenet, PMR oder Betriebsfunkarten. Das heißt, rein rechtlich sind diese Geräte nur für zugelassene Funkamateure zu verwenden und rein zum Hören des öffentlichen Funkverkehrs kann es natürlich von jedem erworben werden. Für 35 Euro denke ich mal hier eine runde Sache, um irgendwo in die Funktechnik einzusteigen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, schreibt einen kleinen Kommentar unter das Video. Ansonsten gebt mir Informationen, was ich bei meinem nächsten Video besser machen kann. Bis zum nächsten Mal.